Welchen Sinn genau hat das hier? Also ja, man muss extra nach da hinten laufen, um das Ding zu drücken. Aber einen Schalter hätte es auch getan. Weil wir kommen in diesen Bereich hier, glaube ich, nur, wenn wir den Kanalschlüssel schon haben. Ist irgendwie komisch. Aber na gut. Hops, hops. Dich töten. Euch wegtackern, das letzte Kraut da hinten aufsammeln. Obwohl, warte mal, das ist gar nicht das letzte. Aufgaben. Fahren im Dunkeln. Im Aufgabenpanel verfolgen. Oh, 4 Stück brauchen wir noch. Okay. Das heißt, wir brauchen gleich noch 3. Und bei dem anderen war es auch so, dass die letzten richtig schwer zu finden waren. Also die Poseidon-Statue jetzt. Da fehlten, glaube ich, noch 3. Ja, wir haben oben gar keine mehr gesehen. Und ein neues Bowser-Gate. Sehr schön. Ding. 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 Oh, oh. Au. Das ist ja eine böse Kombination. So nicht, mein Junge. Anscheinend doch. So. Schlechtes Timing. Schieß, spring. Schieß, spring. Ich warte jetzt, bis das gefroren weg ist. So, gefroren ist weg. Einmal noch springen. So, und jetzt verbrennen, du garstiges Ding. Auch wenn du eigentlich im Wasser stehst. So, also stirbst du wohl mal. Ja, also. Also ja, fiese Kombination von Tentakel, die einem festhalten und Gegner, die einfrieren. Also man noch langsamer ist. Aber geschafft ist geschafft. So. Du. Stirb. Unterhalt den anderen. Genau. Warum krieg ich Schaden? Achso. Du. Weg da. Genau, dich würde ich auch noch gerne wegschießen. Kann ich aber nicht. Warum kann ich dich nicht anschießen? Herzen. Oh, 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 es wird knapp. Korallenkrone. Oh. Heiltrank haben wir keine mehr. Das heißt, wir sollten unserem Koch zurück teleportieren. Auch wenn wir dann wieder ganz schön weit laufen müssen. Nee, komm. Wir versuchen das jetzt bis zu dem Bowser-Tor da oben. Damit wir uns schnell wieder hierhin teleportieren können. Wir sind einfach ganz vorsichtig. Da unten sind Diebe, das ist mir erstmal egal. Ich kann immer noch nicht schießen. Was zur Hölle ist los? Versteckter Kurzbogen. Ach, wir haben den noch gar nicht zugeordnet. Du. Schnelltaste zuordnen 3. Nö. Irgendwie funktioniert Leertaste nicht mehr zum Schießen. Beim Bogen. Okay, dann halt so. Schnell hoch da. Tür auf. Shift 1. Okay. Genau. Einmal dahin. Einmal zum Koch. Und wir hätten gerne erstellen. Erstellen, 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 erstellen. So. Die kommen mit. Hast du zufällig was Neues rezepttechnisch? Nö, alles nur geringes Zeug. Rote magische Essenzen mal 10. Quatsch. 10 mal rote Essenz für 10 Gold. Wir haben nicht mehr so viel rote Essenz, fällt mir gerade auf. Aber noch passt das. Zuran. Jetzt tu irgendwas Schönes Neues. Magiepfeile. Brauchen
wahrscheinlich ja wieder irgendwie einen magischen Bogen für. Den Langbogen-Ding hat ja auch nicht funktioniert. Leuchtfackelwerfer. Und goldene Box. Lokalisiert in deiner Umgebung die Box, die den reinen Geist enthält. Das Symbol erscheint auf deiner Karte, wird nicht verbraucht. Es gibt jeden Geist doch nur einmal, oder? Naja, es sind 100 Gold. Also einmal hätte ich gern meinen Frosch wieder. Und dann will ich gucken, was die goldene Box macht. So. Also, I. Reiner Geist. Was? Frosch? Wiederbeleben. Okay, Frosch ist immer wieder da. So, und jetzt du. Schnelltaste zuordnen. 9. Jetzt porten wir uns irgendwo anders hin, wo wir wissen, dass kein Geist ist. Nämlich unten in der Kanalisation. Und da benutzen wir das Ding einfach mal. Also hier. Hier, 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 hier. 9. Und sehen nichts. Okay. Das Ding ist komisch. Und hat 100 Gold gekostet. Hey, Zera, ich habe eine coole Idee, wie wir dich aus meinem Körper kriegen. Wir tun ihn in den Frosch rein. Wetten? Selbstmord? Nein, Idiot. Ein Weg, bei dem ich nicht sterben muss. Wie? Was für eine Idee ist das? Erzähle. Als du mich gefunden hast, warst du ein dunkles, nebliges Wesen, richtig? Das ist wahr. Nun, mein Körper hat ein Notfallausgangssystem für Gase. Was? Wie geht das denn? Welcher Ausgang ist das? Ich kann ihn nicht finden. Es ist ein kleines Loch im hinteren Teil, da wo die Beine auf meinem Körper treffen. Dein Anus? Willst du mich zum Narren halten? Ja, das hintere Auge. Ich denke, wenn ich fest genug furze, dann kommst du aus meinem Arsch raus. Sollte ich allerdings zu hart drücken, dann könntest du von einem Kraftfeld eingehüllt werden. Das ist nicht witzig. Da hat Sera fast recht. Oh, da ist noch ein Licht. Ja, genau. Oh. Bogen. Obwohl gar nicht mehr Bogen. Brennen. Das ist viel effektiver, macht wesentlich mehr Schaden. Gerade wegen dem Dot. Und ich kann immer noch nicht schießen. Das heißt, wenn ich ihn anvisiere, nicht. Ach, weil wir die langen Bogendinger haben. Deswegen. Wir haben nur noch Langbogenpfeile. Die können wir hiermit nicht verschießen. Also wir brauchen definitiv neue Pfeile. So. Hops. Hops. Mitnehmen. Einfahren nur noch. Schon wieder so ein Schlüssel, den wir eigentlich hätten haben müssen, um hierher zu kommen. Sieht aus wie eine mittelalterliche Version eines Sternenportals. Ich frage mich, wohin es führt. Der meinte damit wohl Stargate. Es ist ein Portal zu einem sagenhaften Ort. Wer auch immer dieses Portal betritt, wird König und jeder seiner Wünsche wird sofort erfüllt. Von den saftigsten Delikatessen bis hin zu den schönsten Frauen. Ja, aber sicher. Du willst also, dass ich in dieses Ding gehe. Wer weiß, welchen fürchterlichen Tod auf deiner Seite auf mich wartet. Ich sehe, dass du mich noch immer für einen Idioten hältst. Keineswegs. Ich antworte nur auf deine Fragen. Nun, ich gehe definitiv nicht. Allerdings, warte mal. Du weißt, dass ich weiß, dass du mich tot sehen willst. Folglich weißt du, dass ich dir nie vertraue, wenn etwas Verlockendes auftaucht, denn es könnte eine Falle sein. Wenn du wirklich nicht wolltest, dass ich durch das Portal gehe, würdest du etwas Gegenteiliges sagen, richtig? Du ermunterst mich zu gehen, sodass ich ablehne. Du weißt das, Zera. Du warst sehr gütig, mich über die Wunde auf der anderen Seite des Portals zu informieren. Ja, ich betrete es, weil ich dir vertraue. Nein! Das könnte jetzt auch wieder geschauspielert sein. Nein, warum nicht? Du hast mir noch erzählt, dass es einen sagenhaften Ort auf der anderen Seite gibt. Versuchst du clever zu sein? Geh nicht durch das Portal oder du wirst sterben. Stimmt das?
Ist es denn nicht das, was du willst, mich tot zu sehen und frei zu sein? Was verheimlichst du, Zera? Was gibt es da draußen, das ich nicht sehen soll? Dieses Portal führt in die Tiefen des Berges, wo Draconius lebt. Der zweite der großen Wächter. Ist das nicht besser für dich? Wenn Draconius mich tötet, wird das Echo deines Gelächters in der ganzen Burg zu hören sein. Du befürchtest, dass ich getötet werde, oder? Du hast doch gesehen, was mit dem kleinen Sandwurm in Arrakis Und wieder liegst du falsch. Wenn du hier in der Burg scheiterst, werde ich wieder frei sein. Findest du aber deinen Tod da draußen, werde ich niemals zurückkehren. Ah, das ist also der Grund. Du hast Angst, in den Tiefen des Berges für alle Ewigkeit gefangen zu sein. Okay, dann hast du ja einen guten Grund, mir zu helfen, so gut du nur kannst. Rede, da ich das Portal gleich durchschreite. Verrückter Mensch, das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Einmal durchschritten, wirst du nicht wieder zurückkehren können. Du musst dann eine andere Methode nutzen, wie etwa Teleportation. Okay, was noch? Die Tiefen sind ein Inferno mit Lava, die bei Berührung Verbrennen verursacht. Beide, der große Draconus und die dort lebenden Kreaturen, sind immun gegen Feuer, aber empfindlich gegen Kälte. Nutze die Magie des Frostes gegen sie, so oft du nur kannst. Mehr noch, nimm viele Heiltränke mit und halte sie bereit. Zögere nicht, sie einzusetzen und versuche unverletzt zu bleiben. Wow, Zera, du bist wirklich hilfsbereit, wenn du willst. Dein Meister kann sich glücklich schätzen, dich als Diener zu haben. Danke für die Ratschläge. Und keine Angst, ich möchte nicht sterben. Ich will da aber auch nicht reingehen. Achso, es ist schon groß markiert, da muss ich keine Nachricht hinschreiben. Das heißt, wir müssen erst den blauen Zauberdingens lernen. Von dem Neptun-Charakter. Oh, das war knapp. Und dafür müssen wir die Steine finden. Und vorher würde ich noch gerne Yoda-Geschichte machen mit den Kräutern und was weiß ich. Also ja, das muss erstmal eine Weile warten. Brennen. Brennen nochmal. Jetzt tief runter. Hä? Okay. Was haben wir hier? Oh, Schätze. Ein Ring des Schlechters. Zusätzlicher Schaden mit Äxten plus 5. Ich benutze keine Äxte. Das ist nicht so schön. Du kannst da unten hin. Du kannst zum Verkaufszeug und du kannst zu den Tränken. Was haben wir hier? Rolle der Ausleuchtung. Das ist bestimmt nur Licht, oder? Entzündet alle Fackeln und Lampen in einem Raum. Das könnte irgendwo wichtig sein, wo man nicht an alle Fackeln rankommt. So, und da unten sind Tentakel. Und irgendwas, was Froschi angreift. Oh, er greift auf Tentakel an. Das ist ja nett von dir. Und von rechts kommen auch noch welche. Oh. Lauf, 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 lauf. Und bringt nicht Froschi um. Du dummes, garstiges. Na komm. Oh, und das letzte Kraut. Sehr schön. Das hätten wir also auch noch erledigt. Tentakelteile können alle mit. Oh, und wir haben Besucher. Du und du weg. Du an. Oh, oh, oh. Ach, die Dinger hat der Frosch angegriffen. Nicht die Tentakel, sondern die Blutegel. Ah, sehr schick. Noch ein Kraut. Ernsthaft? Also, komisch. Aber wenn es bei den Kräutern mehr gibt, als man sammeln muss, vielleicht gibt es ja auch mehr Steine, als wir finden müssen. Das Holzbrett hier ist verdächtig. Vor allem, weil es nach unten eine Todesfalle ist. Na gut, du kommst an. Oh. Also muss ich hier ausweichen. Und irgendwann bricht das Brett. Nö. Okay, brennen. Brennen. Stacken die Schaden? Ja, der Feuerschaden stackt.
Also einmal treffen 12 Schaden pro Tick, zweimal treffen 24 Schaden pro Tick. Und nicht baden. Mhm. Nee.